Oh verdammt. Oh Scheiße. Mach mal. Klasse. Aber solche Videos gibt es ja schon. Schon mal gesehen? Hast du doch mal gezeigt. Achso, ja, genau, richtig. Ja, Emmy, dann sag mal, was ist dein schnellstes Auto gewesen? Also das schnellste Auto war ein Ferrari F480, glaube ich. Aha. Und es hatte schon einen sehr, sehr schnellen Anzug, muss ich sagen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Da wurde man gut nach hinten gepresst, als der Kollege Gas gegeben hat. Okay. Und hier? Ja, da schauen wir uns mal an, ne? Okay. Ja. Ja. Ja, nicht schlecht. Also, das hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Hat's gebracht. Total. Ja. Und Sven? Ja, das ist nicht schlecht. Ich bin zwar noch kein Ferrari gefahren, aber... Was denn? Also, man gleitet jetzt ja echt dahin. Jetzt am BMW, oder? Hier kommt er natürlich nicht ran, ne? Bei uns hat sich das ja jetzt so rumgesprochen, ne? Wenn die da jetzt gleich sitzen. Aber der war ja noch nicht damit dran. Ich weiß nicht, ob er schon mal da irgendwo. Deswegen ja, wenn er so noch gar keine Erfahrung oder von Freunden gehört hat oder wie auch immer und auf einmal drückst du Gas. Das ist unglaublich. Und vor allem das Geräusch schon so dabei, ja. Ja. Das ist also das nur die Windgeräusche hier, ne? Ja, das ist halt echt Wahnsinn. Wenn man sich denn noch vorstellt, dass es von dieser Version, ne, wie du sagst, dann eine Version noch gibt, die noch schneller ist, ne? Ja, fast doppelt so schnell. Also doppelt so schnell. Ich wurde ja gerade schon der nach hinten gepresst, wo ich ja gar nicht mehr weiter weiß, wohin. Ja. Wie ist denn das erst mit dem anderen? Naja, wenn ich so einen mal kriege, wenn der mal zur Reparatur kommt oder so, oder Inspektion, dann lade ich euch nochmal ein. Ja, aber dann darf ich vorher nichts essen, am besten noch mit dem Helm und so auf, aber das ist ja echt... Ja, nee, will ich jetzt, weil wir mit so doll nach hinten gepresst. Wie ist das bei dem anderen denn? Ja, und der ist doppelt so schnell. Ja, und vor allem, du hast jetzt für dich als Fahrer, finde ich das immer etwas leichter, weil du hast was zum Festhalten. Ich hab was in der Hand. Und du gibst Gas und steuerst, ja. Aber so als Beifahrer ist es immer schwierig, ne? Weil du wirst einfach nach hinten gepresst und kannst dich nicht wehren. Genauso wie auf dem Motorrad, ne? Ja! Weil das war wahrscheinlich mein schnellstes Erlebnis mit dem Motorrad, ne? Ja, stimmt. Klar, dort ist ja. Motorradanzug. Aber 80 PS, ne? Nur. Naja, aber bei zwei Rädern ist ja auch das schon. Naja, zwei Räder ist ja auch noch gefährlicher, ne? Ja. Ja gut, aber wenn du mit dem hier bei Vollspeed hier gegen den Baum ballerst, ist es genauso. Ja, dann das. Ja. Hier ist 60, ne? Tja, aber hast du noch eine Verlegenheit, ne? Früher bist du immer schlecht gefahren, die Seite vorbei, ne? Ja, vor allem, du musst da jetzt immer wirklich auf dein Tacho achten, ne? Weil wenn du hörst es ja nicht mehr durchs Gas geben, nicht, nee. Wie schnell du bist. Ja, also ich mache immer hier mein Tempomat an. Und ja, aber früher nicht. Bist du auch schnell gefahren mit dem SLK, wenn er war kein CLK. CLK, ja, da bin ich auch. Ja, da war ich ja noch jünger, ne? Jetzt bin ich ein alter... Ja, aber irgendwann bist du dann ruhiger geworden und bist immer Strich gefahren. Und jetzt mit dem Tesla geht es aber wieder in die andere Richtung. Guck mal, mit dem Ford, und was hattet ihr noch zwischendurch? Der Jaguar, ne? Jaguar zweimal, ne? Stimmt, der Jaguar. Der letzte war ja der FX. Wobei der hatte doch auch über 200 PS. Der war doch auch schon gut vom Anzug. Also sehr gut sogar. Der war auch schon ganz gut. Mit 200 PS. Kann man auch nicht meckern.